Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder bei uns in der Kiu Kinderküche reinschaut. Heute machen wir einen Bohnensnack, der super lecker schmeckt und dich richtig satt macht. Dazu braucht ihr Bohnen, Eiweiß, Tomatenmark, Salz, Pfeffer, Paprikapulver und etwas Olivenöl zum Anbraten. Zuerst nehmen wir die Bohnen und lassen sie in einem Sieb gut abtropfen. Die restliche Flüssigkeit tupfen wir mit einem Küchentuch ab. Dann kommen die Bohnen in eine Schüssel. Dazu geben wir Eiweiß, Tomatenmark. So viel, dass alle Bohnen ein bisschen davon an sich kleben haben. Etwas Salz, Pfeffer und Paprikapulver kommt auch noch rein. Und das Ganze wird nochmal gut verrührt. Jetzt kommt etwas Olivenöl in die Pfanne und wird erhitzt. Mit einem Holzlöffel könnt ihr ganz einfach prüfen, ob das Öl schon heiß genug zum Braten ist. Steckt dazu den Holzlöffel ganz einfach in das Öl und schaut, ob sich daran kleine Bläschen bilden. Wenn das der Fall ist, könnt ihr mit dem Anbraten beginnen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze dann auch noch im Ofen mit Käse überbacken. Und fertig ist unser Bohnensnack. Viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit. Bis bald!